Das ist Johannes Schlüter, Lehrer an einer großen Volksschule in Berlin. Der Anteil an Problemschülern ist hier besonders hoch. Herr Schlüter, Ihre Schule war immer Vorreiter in Sachen Inklusion. Sind Sie immer noch so überzeugt? Ja, aber vor einem Jahr haben wir über 90 AfDHS-Kinder dazu bekommen. Herr Schlüter! So, ich hatte... Hallo! Hallo! Ich hatte euch ja als Hausaufgabe eine Broschüre mitgegeben, Menschenrechte für Dummies. Hat die irgendwer nicht gelesen? Über 700 Schülerinnen und Schüler auf engstem Raum, viele davon verhaltensauffällig. An geregelten Unterricht ist hier schon lange nicht mehr zu denken. Die AfDHS-Kinder sind zwar keine Turnbeutelvergesser, aber dafür recht vergesslich, wenn es um deutsche Geschichte geht. Wie Dauersitzenbleiber Alexander, der gerade zum 60. Mal die 4. Klasse wiederholt. Die Nazi-Zeit. Krieg, Zerstörung. Alice schnäuzt leise. Und die Ermordung Millionen Unschuldiger. Wie kann man das historisch einordnen? Alexander, vielleicht kommst du mal nach vorne. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Ja, das muss aber ein ziemlich großer Vogel sein bei über 60 Millionen Toten insgesamt. Im Turnunterricht machen sie immer nur die Opferrolle rückwärts. Und auch sonst sind die Beiträge der AfDHS-Kids recht einseitig. So, hallo. Ja, Alice, danke für dein Referat. Alle Probleme in Deutschland kurz zusammengefasst. Aber irgendwie geht es da auf 6000 Seiten nur um Flüchtlinge. Ich meine, du hast ja noch nie was Sinnvolles gesagt zu Rente, Bildungs- und Sozialpolitik. Alice. Besonders auffällig der unsachliche, beleidigende Umgangston. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Ein laufender 1,60 Meter, Angela Merkel. Ja, da hat die Angela Merkel wieder hier gesagt. Und das ist noch längst nicht alles. Ich zeig Ihnen mal was. Unfassbar, oder? Und was ist das da? Ach du Scheiße, wer hat das denn jetzt schon wieder gemacht? Johannes Schlüter, ein Lehrer mit Herz für hoffnungslose Fälle.